alter Film vom Grasedanz flimmert wieder auf der Leinwand. Günter Stöckicht setzt ein Puzzle zusammen und bearbeitet es. Nicht nur die Bergbautradition, sondern auch der Grasedanz wird in Hüttenrode und Neuwerk mit wenigen Ausnahmen bis heute jedes Jahr gefeiert. Und das schon nachweislich seit 1885. 2020 wurde dieses Brauchtumsfest in das bundesweite Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe aufgenommen. Günter Stöckicht, ein gebürtiger Hüttenröder, hat eine ganz besondere Verbindung zu dieser Veranstaltung. Und diese Tradition hat zwar viele Höhen und Tiefen während der DDR-Zeit erlebt, bis hin zur Androhung, dass es verboten werden sollte, weil eben das Wort Königin drin vorkam, Grasekönigin, und weil man es ablehnte, wahrscheinlich auch durch die Sturheit meines Vaters, die EPG mit einzubinden. Und deshalb war es oft sehr schwierig, überhaupt das Fest am Leben zu erhalten. Dennoch war 1981 ein Team des Fernsehfunks der DDR da und hat einen Film gemacht. Mein Vater war Vorsitzender des Kulturbundes und damit auch Chef über diesen Grasedanz. Er bekam vom Fernsehfunk der DDR eine Sendekopie. Ich war damals bereits Studioleiter im Kloster Michaelstein und habe eine Tonkopie auf normal 9,5er Orvo Magnetband gezogen. Mit der Auflösung der Schule hier in Hüttenrode bekam ich dieses Ding in die Hände. Das sind die Bildreste der originalen Sendekopie, die trocken gelagert irgendwo waren. Und dann haben sie erstmal mit feuchten Tüchern wieder geschmeidig gemacht, damit man die Filmschnipsel überhaupt bewegen, aneinander kleben und sichten konnte. Die ganze Sache dieses Films war eigentlich vergessen. Bis dass vor etwa 3 Jahren der OKW, also der offene Kanal Wernigerode, alte Filme suchte. Zum Glück konnte ich dort helfen, weil ich noch eine alte 16mm Maschine gerettet hatte in mein Rentnerdasein. Diese habe ich wieder funktionstüchtig gemacht und dem OKW ausgeliehen mit der Bitte, auch meine Filmreste mit zu digitalisieren. Und das, was dort herausgekommen ist, ist dieses Filmmaterial natürlich stumm im 4:3 Format mit Schmutzresten links und rechts sehr stark verblasst. Ja, und eines Tages fiel mir ein, dass ich ja noch diese Tonkopie habe. Und habe diese Tonkopie habe ich dann hier herübergezogen in ein Programm, wo ich es digitalisiert und bearbeitet habe, sodass ich den Originalton als MP3-Datei hatte, den ich dann letztendlich auch hier auf diese Maschine bekommen habe und konnte dann den Originalton mir hier anhören und habe auf diesen Ton dann Reste dieser bewegten Bilder draufgelegt und habe da versucht, einen Film draus zu machen. Es hat sehr viel Arbeit, Akribie gekostet. Am 9. Oktober habe ich ihn vorgeführt und man war sehr hingerissen. Und das den älteren Leuten, die ja viele noch kannten, regelrecht Tränen in den Augen standen. Die sicher.
Wer zufällig am ersten Wochenende im August in Hüttenrode vorbeikommt, erlebt dies: Grasedanz. Grasedanz, auf Hochdeutsch Grastanz, ist ein Heimatfest mit Tradition. Seit fast 100 Jahren feiert man es so, mit einer Grasekönigin, einem Chor der Grasjungfrauen mit Piken- und Harkenmädchen und einer Hauptmännin an der Spitze. Seit 1887 wird in unserem Harzdorf Hüttenrode der Grasedanz gefeiert. Dieses schöne alte Fest wurde von den Hüttenröder Frauen ins Leben gerufen. Sie wollten nach der mühevollen Arbeit der Heuernte einmal recht fröhlich sein. Denn sie waren es, die mit Sicheln und Kiepen in die Wälder zogen, um den Wintervorrat für ihre Ziegen zu holen. Zum Schluss möchte ich hoffen und wünschen, dass wir dieses schöne alte Fest noch recht oft in Frieden feiern dürfen. Grasedanz ist auch ein sangesfreudiges Fest. Folkloregruppen aus den umliegenden Orten geben sich dabei ein Stelldich ein. So zum Beispiel eine Gesangsgruppe aus dem benachbarten Darlingerode, die wir gerade hören. Und kocht uns einen Brei, dann auf zu neuem Wandeln. Es grüßt ein frischer Wind von einem Ort zum anderen. Grasedanz geht über 3 Tage und jeder endet mit dem abendlichen Tanz auf der Meine, dem Festplatz in Hüttenrode. Dann haben neben den Besuchern aus nah und fern auch die vielen fleißigen Helfer Zeit fürs Amüsement. Wo Hüttenrode liegt? Nun, wer zur Wendefurter Talsperre kommt, wo die Bode gestaut wird, der ist schon ganz in der Nähe. Die Harzquerbahn endet hier nicht, sondern führt vorbei an Fichten- und Buchenwäldern und den Forellenzuchtanlagen im Wendefurter Stausee. Das also ist die Harzgegend, in der man den Grasedanz feiert. Mit dem blauen See, der schon mehreren Indianerfilmen als Landschaftskulisse diente. Hier findet man auch noch den weißen Fingerhut, der unter Naturschutz steht. Wollen Sie wissen, wie Grasedanz zustande kommt? Damit geht's am Freitag los. Wenn es nach Revierforster Persch ginge, könnte Grasedanz ruhig öfter sein, denn die Birken sind hier so etwas wie Unkraut, weil sie den Wuchs der Nadelgehölze behindern. Und einen können wir denn davon stehen lassen, wenn wir währenddessen fahren die Frauen von Hüttenrode in das Bodetal, um Schilf und Wildblumen für den Schmuck des Grasedanzumzuges zu schneiden. Wir nehmen ja auch nicht jedes Kasten. Ne? Pass auf, da ist wieder ein gepieptes. Na los, einer muss doch mit. Wir haben das beste Rohr wächst jedoch am Bodeufer. Und unglückseligerweise muss wohl an diesem Tag der Wasserstand höher gewesen sein als im letzten Jahr. Wie der Grasedanz in Hüttenrode entstanden ist, lässt sich nicht mehr genau feststellen. Anlass war die Beendigung der Heuernte, die fast ausschließlich von Frauen allein bewältigt wurde. Die Männer arbeiteten in den Steinbrüchen und den Köhlerhütten oft kilometerweit entfernt. Die Frauen wollten nach der mühseligen Arbeit des Jahres im Haus und auf den Heuwiesen mal so richtig feiern. Soweit der historische Hintergrund.
Das Picknick ist dabei eine Art Vorfeier mit einem zünftigen Frühstück und Likör und Nordhäuser Doppelkorn. Männer, außer dem Gespannführer, sind dabei nicht erwünscht. Und die Männer? Das Dorf legt den Grasedanz-Schmuck an. Von dem, was dabei in die Festkasse kommt, werden die Kosten der nächsten 3 Tage beglichen. Und es gibt kaum einen in Hüttenrode, der nicht eine Birke vor seinem Haus haben will und dafür gern ein 5-Mark-Stück oder auch einen 20-Mark-Schein beisteuert. Und auch Bürgermeister Kinski, der eigentlich kein echter Hüttenröder ist, lässt sich dabei nicht lumpen. Da brauche ich noch ein bisschen lange zu, glaube ich. Dankeschön. Bist du nicht schon was drin? Es ist und bleibt ein Hüttenröder Geheimnis, welchen Trick oder Dreh die weiblichen Mitglieder des Festkomitees haben, ihre prächtigen Blumenarrangements über 2,5 Tage frisch zu halten. Grasedanz gibt es auch in einigen anderen Harzorten, doch man sagt, die Festkiepen in Hüttenrode seien weit und breit die schönsten. Die Konkurrenz hat in den vergangenen 94 Jahren schon mehrfach versucht, den Kniff herauszukriegen. Doch niemals ist man so recht dahinter gekommen. Und es wäre auch sehr unfair, wenn wir es jetzt verrieten. Ach, die ich nicht verkehrt kann. Oh. So, meine lieben Herrschaften, ich trinke auf euer Wohl und auf das eine gelungene Grasemusik. Die hier letzte Hand an den Schmuck des Grasefestes legen, haben ansonsten recht unterschiedliche Berufe. Zum Festkomitee gehören 3 Verkäuferinnen, eine technische Zeichnerin, 2 Horterzieherinnen, weiter Köchin, Chemielaborantin, Bibliothekarin und einer arbeitet in einem Betrieb für Mess- und Regeltechnik an der Taktstraße. Aber alle verstehen sie sich offenbar ausgezeichnet auf das kunstvolle Geflecht aus Eichenlaub, Waldblumen und Ebereschen für die Piken und Harken und die Festgirlande. Doch für Grasedanz braucht man noch eine Grasekönigin. Wer von den jungen Mädchen über 14 einen Korb Heu bringt, darf aus der Schürze der Hauptmännin ein Los ziehen. Wer also wird in diesem Jahr Grasekönigin? Und was passiert, wenn niemand das entscheidende Los zieht? Oder hat die Hauptmännin gar einen Trick, die Auslosung zu beeinflussen? Das muss ich wär verrückt. Das erste Los und eine Grasekönigin, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ist ein Paar, Pappe. Das erste Los und eine Grasekönigin. Recht herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Zu der Wahl der Grasekönigin. Ich freue mich ja sowas. So ein schönes Mädchen. Das ist nicht wahr. Das erste Los. Mein herzlichsten Glückwunsch. Und macht die Sache heute gut? Also, das darf nicht wahr sein. Also nur soll einer sagen, dass da geschummelt wird. Jedes Mädchen darf nur einmal Graskönigin werden. Ihr Bild wird später in die ledergebundene Grasedanz-Chronik eingeklebt. Und Frau Annie Krebs, die ansonsten Verkäuferin im Gemüsegeschäft von Hüttenrode ist, führt als Hauptmännin schon seit vielen Jahren das Regiment. Wo ist die Mutti zu Hause? Und Karne bringt die hierher? Und Vati ist mit da. Ja, wo ist er denn? Da hinten steht er. Er traut sich. Wir haben gleich Ich heiße Simone Friese und bin MTA. Ich bin noch im ersten Studienjahr. Ja, haben Sie einen Schreck gekriegt? Also oh ja, ich zittere jetzt. Ja, ja, wir zittern alle. Was werden die Eltern sagen? Ne? Tja, mein Vati steht da hinten und grint bloß. Lacht, er freut sich da so nicht. Chefin, ist Ihnen denn schon mal passiert, dass Sie hier morgens um 11 noch standen und keine Grasekönigin? Ja, das ist uns auch schon passiert, was, ja. Was und dann schicken wir einfach Mädchen, die im Kreis hier rumstehen und sagen, bringt doch einen Korb Futter und nun beeilt euch doch mal und dann fasst er doch mal rein. Und dann wird es eben irgendwie, ja. Aber was würde mit Grasedanz passieren, wenn Sie nun mal wirklich keine Königin haben? Also das hat es noch nicht gegeben. Und das wird es auch nicht geben. Solange wie es schöne Mädchen gibt, gibt es das nicht. So, meine Mondchen. Herzlichen Glückwunsch zu deiner schönen Grasekönigin. Hoffentlich machen wir dir nicht zu viel Umstände. Ach was. Ich freue mich. Die Tochter ist Grasekönigin, hurra, aber oje auch, denn am nächsten Tag muss Königin Tochter die gesamte Dorföffentlichkeit zu Kaffee und Kuchen einladen. 2 Tage lang darf sich Frau Friese nun Königin Mutter nennen und alle helfen. Nachbarn, Schwestern, Onkel, Tanten, Omas. Achtung, Abteilung Marsch!
Grasedanz, jährlicher Höhepunkt in Hüttenrode, für den Kulturbund und Dorfclub den Hut aufhaben. Pflege heimatlicher Traditionen in Bezug auf den sozialen Ursprung dieses Festes, den Ablauf und die Ausstattung. Blumen aus Feld, Flur und Garten geben den Kiepen den unverwechselbaren Schmuck. Drei verschiedene Schilfsorten, dazu Rheinfarn, Fuchskraut, Weidenröschen, Labkraut, Waldglockenblumen, Margeriten, blauer Eisenhut und noch vieles andere. Und eine echte Traditionsfahne mit der schönen Aufschrift Hüttenröder Frauen- und Jungfrauenverein 1886. Die Trachten sind zwar nicht so alt wie die ehrwürdige Fahne, entsprechen aber der früheren Hüttenröder Festkleidung. Im Kontrast dazu die Trachten der Folkloregruppe aus Darlingerode. Was macht die Grasekönigin im nächsten Jahr? Dann wird sie eine der Begleiterinnen der neuen Königin sein und rückt dann, wenn sie es will, in das Chor der Grasjungfern auf. Und am Ende könnte sie auch einmal Hauptmännin werden. Nun hört einmal zu, ihr lieben Gäste. Jetzt kommt von unserem Grasedanz das Allerbeste. Seht hier einmal die großen Haufen. Dem alten Brauch folgend werden nun die Heuhaufen, die die Mädchen des Dorfes am Vormittag brachten, auf der Meine öffentlich versteigert. Früher waren das Birkengeld und der Ertrag aus dieser Heuversteigerung das Einzige, was in der Grasedanz-Festkasse war. Ihr habt es ja heute selbst mitgekriegt, wie es Wetter war. Also, meine Damen und Herren, wer will kaufen? Wer bietet auf den ersten Haufen? Haufen Nummer 1. Das ist der Beste hier. Der ist, hat unter dem Baum gestanden oder gelegen und der ist noch trocken. Aber eins möchte ich bitte sagen. Was jeder bietet, gemogelt wird nicht. Sonst komme ich mit einem Hammer hin. 3 Mark zum ersten, 3 Mark zum zweiten und 3 Mark. 10 Mark, 10 Mark. Also wir kommen gut ins Geschäft, Junge. Du, ich hole dich bestimmt rein. 10 Mark zum ersten, 10 Mark. Aber die Zigarre ist da draußen, du. 10 Mark zum ersten, 10 Mark zum zweiten und 10 Mark zum dritten! Ich habe sie versprochen. Zigarre draußen lassen. Wer den Heuhaufen ersteigerte, darf mit der Königin tanzen und sie, das ist der Clou vom Ganzen, in das Heu werfen. Grasedanz ist auch ein Volksfest für tausende Schaulustige aus nah und fern mit Schaustellern, Eisbuden, Bier vom Fass und Rummel. Leider nicht jedoch für die Eltern der Grasekönigin. Das Festkomitee und das ganze Dorf sind eingeladen. Bitte. Königin Mutter, also Frau Friese, ist Reichsbahnangestellte, ihr Mann Kraftfahrer im Kreisbetrieb für Landtechnik. Sie haben glücklicherweise hinter dem Haus einen großen Garten für die Festtafel. Wer das aber nicht hat, baut den supergroßen Kaffeetisch einfach auf die Straße und die Volkspolizei sperrt ab. So war das in vergangenen Jahren schon öfter, wie uns Grasedanz-Hauptmännin Anni Krebs erzählte.
Wer also Grasedanz einmal in Natura erleben will, muss am ersten Wochenende des August nach Hüttenrode fahren. Grasedanz ist zwar ein Fest der Frauen, aber jeder weiß, dass es nicht ginge ohne die Männer von Hüttenrode, die emsig im Hintergrund wirken und dafür sorgen, dass Grasedanz in jedem Jahr das hält, was es verspricht. Sie soll leben! Oh!